schon langsam geht mir der Soundtrack auf den Keks. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionen Tor. Wir besichtigen gerade Logatzburg. Und das nicht alleine. Jetzt zeige ich euch mal den Powered Outs. Etwas schief gegangen, aber was soll's. Tschüss, Knochenkoopa. Nein, das ist kein Knochentrocken, ein Knochenkoopa. Davon werden wir auch andere Sorten von diesem. Da, nice troll. Spiel war wäre jetzt sehr geil. Nicht dein Ernst. Kupio, Powerpanzer bitte. Da haben wir erledigt schon den Rest. Wir haben es geschafft. Wow. Also das heißt, wir schaffen noch vor dem Bosskampf ein Level up. Wow, dass das noch gezählt hat. Ernsthaft, das hat mir jetzt so gut wie nichts gebracht. Hui. Ach, ich liebe es, die Attacken zu kontern. Da fühlt man sich so zufrieden. Ein sehr befriedigendes Gefühl, muss ich sagen. Und 10 Sternpunkte. Ich glaube, ich höre mir jetzt mal die KP. Schäfchen, wir haben zu viele Items. Okay. Ein Pilz braucht es jetzt nicht, ne? So, jetzt wieder mit Kupio. Okay, da haben wir einen Sternsplitter. Sonst haben wir nichts, ne? Okay, jetzt müssen wir diesen Sternsplitter dort hinten holen. Aber auf keinen Fall einen runterholen. Also das heißt, wir haben jetzt unseren nächsten Sternsplitter. Und jetzt fliegen wir ganz gemütlich zu dieser Tür. Und so kommen wir zum Orden Fortuna Partner. Wie. Und ich kann diesen Weg noch einmal laufen. Wir sehen also uns gleich.
Und da bin ich auch schon wieder zurück. So, jetzt haben wir also eine weitere Insignie Sonne. Jetzt geht's da lang. Wenn wir es schaffen, können wir in diesem Park noch den Boss besiegen. Okay. Der hat einen Pilz. Der kann ziemlich gefährlich sein. Dann würde ich erstmal runter. Und ich wechsle gleich mal zu Combrina. Ach ja, immer wieder diese Luftattacken. Wir müssen sie gleichmäßig verprügeln. Sonst bringt es nichts. Okay, jetzt haben wir also 6 Sternpunkte für. Nur ein paar Koopas erhalten. Ach du Heilige. Schande. Ja. Eieieiei. Oh. Schwindel. Oh. Schmeiß her. Gib mir den Powerblock. Den habe ich nicht gesehen. Da bleibt es schön im Boden stecken. Obwohl Sternpunkt zu erhöhen ist auch keine so schlechte Idee. Eigentlich. Erhöht Verteidigung. Okay, da ist nichts. Dann besteigen wir schnell mal den Turm. Das heißt, dann können wir in diesem Part noch Glokat erledigen. Wisst ihr doch, den einen Drachen. Lange wollen die noch kämpfen. Der Feuerblume wäre das Idealste. Ich erledige erstmal die ganzen Koopas. Jetzt kann Mario sich an bei den. Tja, das hat auch wieder nicht funktioniert. Wurscht. Thank you.
Die Sternenergie benutze ich ja, brauche ich eigentlich fast gar nicht. Jetzt sind wir da. Boss Time. Und safen. Dann jetzt noch links strecken und rechts strecken und rauf und runter. Was wollt ihr hier? Na? Hi. Ha. Ihr seid bestimmt Kumpane von den feigen Typen, die vor kurzem hier waren. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Winzlinge. Ist ja denn nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch. Und dann? Das kannst du vergessen. Ach, Zeit für einen kleinen Imbiss. Wen soll ich nur zuerst anknabbern? Das ist Lokat. Maximal KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Lokat beherrscht Stampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in alle eingetreibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F und anfängt in der Schiene endet. Es gibt einen Mann, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Ja, das haben wir. Und sie spürt gleich meinen Powerhauer. Ihr geht das. Quakt ja. Da quakt ja ein Frosch. Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ich ekle mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einen verschluckt habe. Oh, ich muss nur dieses Quaken hören, schon fühle ich mich ganz schwach. Jetzt ist seine Verteidigung auf Null gesunken. Tschüss, Hater. Was könnten wir machen? Okay, wir könnten ihn zwar verwirren, aber das bringt nichts. Oh, meine Kraft lässt nach. Jetzt ist seine Angriffskraft jetzt auf die Null runtergesunken. Pupio, dein Auftritt. Mach ihn fertig, Mario. Noch nicht ganz. Das war's, Lugard. Wo, was soll das? Warte, halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen. Du sollst 1000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Nein. Ja, du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Nein. Na, gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du wirst doch bestimmt den exquisiten Beziehung durch meine Klauen kennenlernen. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft wohl nur noch. Jetzt passt mal auf. Du Arschloch. Guckt euch das an. Wie schrecklich. Oh, jetzt will ich nicht wieder kräften. Unverschämt. Lass uns diesen Drachen rasch besiegen. Wie eiskalt das Publikum auf ist. Aber wir haben immerhin noch unseren Hammer. Oh, dieses Quaken macht mich so unglaublich schwach. Autsch.
Haben wir kein Item, das im. Nee, haben wir nicht, aber wir hätten jetzt einen Cooper-Platt. Tja, und alles geht wieder mal schief. Denn mitten im Kampf muss, beziehungsweise ganz kurz vor dem Schluss, aber ich Schimpf, Schmach. Tja, Logat ist besiegt. Geschafft, Mario. Und jetzt müssen wir nur noch deinen Sternenjubel finden, Mario. Oh. Und der kotzt einen Cooper-Panzer aus. Boah, endlich wieder an der frischen Luft. Oh, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärest du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen, was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf einer Jagd nach Logat bin ich bisher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logat hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanz verbracht, im Schutz meines Panzers, aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Haha. Also wirklich, das haben wir uns für Sorgen gemacht. Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kubio, was meinst du an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater, ich bin hier, um Logat zu töten und das Dorf zu befreien, was denn sonst? Und dann ist da noch Mario, er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Was ist denn das? Das habe ich in Logats Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir und das habt ihr also gesucht. Das passt ja wunderbar. Hier will ich. Du musst dich nicht genieren. Du bist Kubius Freund. Oh, ne. Und unser erster Sternewedel geht an unseren Besitz. Die Sternenkraft beträgt jetzt 2 und wir lernen die Attacke maximieren. Eine richtig starke Attacke, wie ich finde, kann ziemlich. Und das ist eine Attacke, die ziemlich viel Schaden macht. Das ist echt schon OP. Okay. Nach dem Sieg über Logat fand Mario in der Burg ein Sternewedel. Und mit dem Sieg über Logat kehrt er Frieden und nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgekloppten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Mario Abenteuer hat gerade erst begonnen. Und das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo.